Hallöchen, Homies und die, die es werden wollen. Yo, warum hat denn der gegen mich verloren? Ho, 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 der hat aber ordentlich gezogen. Ich muss meine Base dann auch nochmal umstellen, weil hier natürlich das Alex sehr weit draußen ist. Aber es ist mir ja egal, weil ich ja zu meinem... Ja, für meinen Alex, was ich mit meinem Alex machen will, eben halt die Packer auf 3... Richtig? Lass uns mal gucken, ich will ja keinen Scheiß erzählen. Ja, genau, die Packer auf 3, die will ich ja machen. Und da brauche ich halt meine 6 Mille für, aber die kriege ich ja dann im letzten Moment dann relativ easy zusammengekratzt. So, jetzt wollen wir natürlich nochmal ein bisschen Dragon-Action machen, weil, wie gesagt, also ich glaube auch wirklich, Barge, also ich sag's ja die ganze Zeit schon, Barge ist tot, bla bla bla, will keiner sehen, ist ganz klar. So, wiederum ist natürlich... Ja, wie soll ich sagen, eine Barge-Anleitung braucht man, glaube ich, auch nicht mehr raushauen, weil ich glaube, wirklich jeder weiß, wie man Barge, der halbwegs seit 2 Wochen spielt oder sowas. So, jetzt gehen wir nochmal aufs Ganze und greifen an. Nö, ich skippe euch nicht raus. Warum nicht? Weil ihr seht es ja hier. Das ist natürlich ziemlich geil. King zuerst drop. Und dann so da lang, da. Ja, wir droppen hier den King, weil wenn, genau, wenn wir eine Bombe da haben, dann stört es uns nicht. Und wenn wir irgendwas anderes da haben, dann stört es uns auch nicht. Normalerweise spammt man die nicht so extremst auf einer Ecke. Aber ich mach's einfach. Ich mach's einfach, weil platt machen sollten sie es so und so. Ist natürlich dann für so eine normale Bombe nicht so ganz schön. Klar, logisch, da bieten sie relativ viel Angriffsfläche. So. Das erste Goldlager ist down, das zweite ist dort. Ich habe mir noch beide Rage Spells aufgehoben, also beziehungsweise einen habe ich ja schon gedroppt. Und ja, ragen wir hier oder lassen wir es noch? Also ich bin da wirklich immer so ein bisschen am Tun und Machen, weil ich immer denke, ah, naja, die halten ja nicht mehr lange aus. Und dann denkt man, ja, die sind ja gleich tot. Und dann halten sie doch nochmal einiges. Und jetzt habe ich eh alle Luftabwehrgeräte ausgeschaltet und deswegen wird die Base jetzt einfach mal zerfetzt. Klar, Alex-mäßig hat sich's auf keinen Fall gelohnt. Klar. Aber wie gesagt, mit dem, was ich mir erfarme und eben auch durch meine Sammler ganz normal rauskommt, bin ich da ganz easy dabei. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ich hier einfach mal so knapp 300k im Goldbereich krieg, weil ich dann einfach, ja, meine Base ein bisschen schöner machen kann, beziehungsweise halt einfach mal wieder bald 2 Mauern sind es ja fast, raushauen könnte. Wir schauen uns gleich nochmal an, wie es in der Base selber jetzt aussieht. 270k beim ersten Angriff, was will ich mehr? Warum soll ich da, wer weiß, wie viel skippen? Ist doch Blödsinn. So, da gibt es jetzt gerade nichts. Okay, passt, easy. Wir können auch noch mal kurz ins CW reingucken. Da habe ich nämlich mitbekommen, dass ihr das eigentlich ziemlich geil findet. Und sollte nicht so das Problem sein. So, dann kann man nämlich hier gleich noch mal welche reinballern. Und da müssten genau, zack, yo, läuft auf jeden Fall. Ich halte mich da, ihr habt es bestimmt nie gesehen. Oh yeah, wir sehen, ah, sehr geil, wir sehen einen... Oh, das ist schön. Das gefällt mir voll toll. Ja, da, jetzt kann ich natürlich nicht viel sagen, weil klar, der probiert natürlich jetzt wirklich erstmal den Giftspell richtig ausarten zu lassen. Klar, die Loons gehen dabei auch relativ easy weg und der Drache müsste dann, ja, knapp um und bei die Hälfte kriegen. Aber ich meine, wir haben hier auch einen Max Dragon. Also der kann natürlich auch was, klar. Und der Spell war auch nur auf 1. Beim 2er-Spell zieht er ihm dann doch noch einiges mehr ab. Ich, ganz ehrlich, also ich freue mich irgendwo bei den Mauerbrechern, ne, bei den Mauerbrechern, genau. Nein, also ich freue mich beim Town Hall 10 Upgrade, wenn ich dann irgendwann hochgehe, irgendwie fast am meisten auf die Mauerbrecher. Weil ich mir wirklich denke, im Level 6 Bereich werden die dann doch so episch abjuckeln. Das geht übel geil weg. Also hier ganz easy Town Hall weg, ganz klar. Aber ich meine, vom 7. auf dem 11. erwarten wir sowas auch, ganz klar. Ansonsten, Packers sind noch einige am Start. Also ich denke mal, Ability ist auch noch voll dabei. Geht locker ein 3-Star.
Aber lila locker leicht. Ja, das ist ganz, ganz, ganz easy hier. Und jetzt könnte schon King geraged werden. Würde, genau, einwandfrei, ganz genau, passt. Das läuft auf jeden Fall. Ich wollte schon gerade fragen, wo sind denn die Barbaren, die gespawnten? Aber die sind dabei. Und wirklich schön easy. Hat der Osman nichts anbrennen lassen. Super toll. Gefällt mir gut. Das sind einfach mal 3 Sterne. Und so macht man es. Ist natürlich ziemlich geil. Cooles Gemetzel auf jeden Fall. Der erste auch noch schön von Mock. Sehr geil. Mit 75% als Vierter. Nice. Aber warum nimmt man die als CW-Base? Lasst es uns anschauen. Okay, da rein dann. Klar, dass er, ja, das macht Sinn. So, jetzt haben wir hier ein Problem, weil ich möchte mir das genau mit dem Golem anschauen. Weil der wird nämlich hier richtig rasiert. Ganz genau, der ist nämlich hier jetzt schon einfach mal in 2 Teile gesprungen. Und jetzt natürlich, das ist natürlich geil, dass der Drache halt wirklich beschäftigt war und die Magier halt richtig raufballern konnten. Muss ich echt sagen, war auch viel Glück dabei, hätte auch anders laufen können. Ganz klare Geschichte. Aber, klar, in den Bereich reinkommen ist natürlich dann kein Hit, aber ich weiß nicht. Denke ich vielleicht ein bisschen falsch, aber ich bin fast der Meinung, da hätte er anders vorgehen können. Also mit den Golems, ganz ehrlich, die Golems kann man hier absolut gar nicht anscheißen. Die haben ihre Arbeit richtig, richtig gut gemacht. Auf jeden Fall, die waren immer da, wo es auf die Fresse gab. Auf jeden Fall. Hier eventuell den King geraged. Zack, dass man da einfach schneller durch die Mauer kommt. Sonst sitzt man da, man verballert Zeit, man verballert wertvolle Zeit. Im CW, klar, wisst ihr selber. Im CW rennt die Zeit immer weg. Alter, okay, gerade noch so. Gerade noch so geraged. Ja klar, okay, da ist dann down und dann wird auch nicht mehr wirklich viel passieren. Sitzt noch irgendwo, ja, hier sitzt noch ein Lakai, der da so ein bisschen seine Arbeit verrichtet. Aber ansonsten wäre das ganz in Ordnung. So, jetzt aber meine Sache, die. Ich frage euch da einfach ein bisschen mit rein. Also, wie seht ihr das? Weil wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht so der Taktiker. Das wisst ihr selber. Und wie gesagt, ich finde es eben auch wichtig einfach. Ich will nicht so megamäßig auf die Kacke hauen und sagen, oh, guck mal hier, das ist Gehoglalun und das macht man mit den und den. Wisst ihr selber. Ich bin so der Entertainer, der auch mal daneben liegt und so weiter und so fort. Aber ihr wisst, was ich meine. So, jetzt aber die Frage, die, wenn er von hier reingeht mit den Golems und mit den Mauerbrechern und so weiter und so fort, dann ist mir das hier ein bisschen komisch. Jetzt gucke ich nochmal, wo genau, ob er das hier noch mit wegbekommt oder ob das nur, doch okay, er kriegt das mit weg und damit können die dann eben einmal durchmarschieren. Okay, ist in Ordnung, weil er ja dann gleich hier aktiv in dem Bereich war und gesagt hat, gut, okay, komm, hier will ich jetzt unbedingt mit meinem Golem durch. Das war ja halt die Ansage von ihm. Aber ganz ehrlich, ich meine, als Vierter auf den Ersten zu gehen und dann 75% zu machen, ist schon echt nice. Also das ist schon echt eine coole Nummer. Und wie gesagt, muss man wirklich sagen, an vielen Stellen echt gut gewesen. Guckt mal hier, ganz ehrlich, Golem tankt richtig nice, auch hier im unteren Bereich. Im oberen hatte ich ja schon mal erwähnt, lief das einwandfrei. Also echt cool. Wir haben hier eine 19er Queen. Die ist schon wirklich echt gut. Und hier, guck mal, hier, klar, logisch. Pekka ist dann bam. Oh, ist er weg. Das ist klar. Also wie gesagt, auch jetzt, wenn ihr halt Queen Walk machen möchtet, haltet euch von Loons fern, haltet euch von Pekkas fern, weil die hauen richtig direkt ins Gesicht rein. Ganz klare Geschichte. Ja, und dann hier halt die beiden Lakaien da gesetzt. Aber echt, echt nice Fight auf jeden Fall. Und als Vierter in Ersten mit 75% läuft auf jeden Fall. Das wird hier eine richtig, richtig knappe Kiste.
So, da bin ich wieder. So, ja, jetzt haben wir zwischenzeitlich auf die Fresse bekommen. Ja, fand ich jetzt auch nicht so schön, aber so ist das Leben. Die 6 wurde nochmal getoost. Nee, nee, das war vorher schon. Und hier wurde aber nochmal vom Hunter nachgelegt auf den Troller mit einem 3-Star. Und hier haben wir auch gerade nochmal ein 3-Star kassiert. Ja, das ist natürlich am Ende dann ganz schön tricky. Und wenn ich jetzt in mein Team reinschaue, sehe ich nur noch Leon. Halt, was realistisch halt machbar ist. Weil die letzten drei unten können da nicht mehr wirklich was reißen. Ganz klare Geschichte. Da braucht man nicht sagen, ja, warum geht denn da nicht noch mehr was oder so. Ist natürlich echt eine schwere Kiste, irgendwie den 7. anzugreifen und da einfach mal einen Freestyle hinzulegen. Ist nicht so ganz easy. So, jetzt gucken wir nochmal rein, wie das ausschaut. Der kleinstmögliche 3-Star wäre auf die 9. Also von 8 auf 9 wäre machbar. Eine Low-Rathaus 9er Base. Ja, der ist gerade hochgegangen, denke ich. Ja, was heißt gerade? Nee, gerade kann man auch nicht sagen. Aber er ist jetzt noch nicht so der Oberswagger im Town Hall 9 Bereich. Aber jetzt gucken wir mal, wer dagegen hält. Und zwar, nee, nicht Fitzy, sondern Leon. Bei Leon gucken wir mal kurz rein. Das sieht schon mal ganz anders aus. Also die können sich schon mal kräftemäßig kann man sie nicht miteinander vergleichen. Er hat Troops drin, aber wenn er die noch vorbereitet hat, und das ist eindeutig eine Go-Wipe für ein CW, dann hoffe ich, dass Leon den auch noch macht. Und dann könnten wir nur hoffen, dass wir da prozentual halt noch... Ja, genau. Ihr seht es wieder. Wir haben weniger Sterne, haben trotzdem mehr Prozenten. Das ist natürlich wieder so eine Sache, da darf auch mal geklatscht werden. Ihr wisst es. Weil es einfach wirklich mega nice ist, wenn Leon jetzt nämlich noch den 3-Star reinballert, dann wären wir weit vorne. Fertig aus, Mickey Mouse. Und dann bin ich auch schon wieder. Ja, also würde mich jetzt nicht überrumpeln. Ah, das sieht aber nicht so aus, als wäre noch was gewesen, weil ich habe es einfach wirklich verpennt und sah dann gerade auf dem Handy, oh ja, mein erster Account wird angegriffen. Boah, Alter. Ich will gar nichts sagen, aber das ist natürlich echt krass, dass der das nicht gepeilt hat, dass meine Minen und Sammler voll war. Was heißt voll? Also ich schau mal. Der hat aber 1,40 dafür gebraucht. Naja, ich meine, klar, wenn ich mich jetzt hinsetze und dann anfange, ja, aber das war auch irgendwie unclever von ihm. Das ist so eine typische Taktik. Weil, ganz ehrlich, ja, und jetzt damit, ja, das ist einfach, ja, hast hier schön die 99 geholt. Er hätte ganz easy mit seinen, ich sage jetzt mal, 10 Bogies hätte er droppen können, hätte schön Town Hall kalt gemacht und dann alles andere metzeln können. Und dann war jetzt aber sein Problem, ja gut, okay, ich stehe ja da und will ja auch ein bisschen Pokaler kriegen und dann, Mist. Also das ist einfach total doof gewesen. Aber warum soll ich mich ärgern? Ich freue mich, ja. Guck mal. Ja, der hätte da richtig gut ziehen können. Aber da hatte der Guso mal ein bisschen Glück. Aber wie gesagt, da ist es eben auch wieder so. Ich habe doch selber Pech, wenn ich es halt einfach mal wirklich vergesse. Da jetzt zu sagen, oh hier, warum hat denn der mich angegriffen, ist total Quatsch und total fehl am Platze, meiner Meinung nach. Dann soll es das für heute gewesen sein. Nochmal zur Erklärung mit diesem, heute ist Montag und so weiter und so fort. Heute haben wir Donnerstag. Und auch wenn dieses Video später kommt, an einem anderen Tag, dann wisst ihr aber, gut, okay, ich habe es am Donnerstag aufgenommen. Da ist einfach der Sinn und Zweck der Sache. Wie gesagt, ich bin mal, wie gesagt, der sich da nicht so wirklich versteckt. Ich nehme vorher auf, weil ich halt nur an 2 Tagen aufnehmen kann. Und dann ist das vollkommen legitim, dass ihr das auch wisst. Also ich muss mich da nicht verstellen und sagen, ah ja, heute ist Freitag, und heute haben wir es jetzt 12 Uhr noch was, weil irgendwie um 14 Uhr ein Video von mir hochkommt. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann seid ihr wieder ein bisschen im CW mit dabei gewesen, sage ich mal. Wie gesagt, wird eine knappe Kiste hier. Ich hoffe ja mal, dass der Leon da echt noch was ruppt. Das war's von mir. Ich bin raus. Ciao, ciao.